Jo, ihr Maschinen da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen YouTube-Channel. Heute geht's um die Helden meiner Kindheit. Was es damit alles auf sich hat, werdet ihr sehen nach meinem Kanal-Intro. Viel Spaß! Stopp! Seht ihr dieses geile Shirt, was ich anhab? Tollploschen. Unsere Shirts, super bequem, auch super elastisch. Ja, die gibt es auf unserer Tollploschen am 26.08. Und jetzt geht's weiter. Die Folge dreht sich diesmal um die Helden meiner Kindheit. Das waren nicht nur die Masters of the Universe Figuren, sondern auch die WWF Hasbro Wrestler. Wir haben damals Ende der 80er angefangen Wrestling zu gucken, das weiß ich noch, mit dem Sven zusammen. Schöne Grüße Sven, ich weiß, du guckst meine Videos auch. Und da war der allererste Wrestling-Kampf, den ich gesehen habe, war Hulk Hogan gegen Sergeant Slaughter. Ja, dann ist es mit mir passiert. Ich war absolut besessen vom Wrestling, das lief ja später dann auch bei Tele5, dann auch bei RTL 2. Und dann gab es damals auch diese Zeitschrift auch mit den WWF Superstars. Und dann gab es natürlich auch die Toyline, die WWF Hasbro Power Catcher. Und um die geht es heute. Hulk Hogan, ja, Hulkamania, der Kampf gegen Sergeant Slaughter. Sergeant Slaughter hatte gewonnen, unfair. Wir waren echt damals ergriffen als Kinder. Wir haben natürlich gedacht, das wäre alles echt. Hier schaut euch das an. Das hier ist der Hulk Hogan mit dem Hulkster Slam. Hier seht ihr seinen Power Move, der jetzt hier in meine Sammlung angekommen ist und die Masters verprügelt. Ja, der Hulkster in Action. Ja, hier haben wir ihn auch in der losen Ausführung. Das hier ist der Hulk Hogan, der einen Bearhawk nehmen kann mit der richtigen WWF Power Action von den Figuren. Ja, in einem schönen Zustand, den kriegt ihr auch relativ günstig, der müsste so bei 20, 30 Euro liegen. Also WWF oder Vintage-Figuren sammeln, muss nicht teuer unbedingt sein. Und natürlich sind die ein bisschen eingeschränkt in der Artikulation der Gliedmaßen, aber wie gesagt, sind absolut Vintage, absoluter Retro-Flash. Ich habe nämlich nicht nur verpackte Figuren in der Sammlung, sondern auch lose. Ja, hier haben wir nochmal den Hulkster in der losen Version quasi. Hier kann, ich weiß nicht, ob die Action vielleicht kaputt ist oder sowas oder nicht mehr so gut funktioniert. Hier kann er einen im Schwitzkasten nehmen und ja, verprügeln quasi. Seht ihr, dass er hier seine Action mit der Hand oder halt jemanden nehmen für einen Back Suplex. Also man konnte wirklich echte Wrestling Action nachspielen. Das war nicht nur in der Werbung quasi mit irgendwelchen Hilfsmitteln gemacht, sondern man konnte wirklich die WWF von damals nachspielen als Kinder. Mega! Ja, hier haben wir den Hulk Hogan auch als verpackte Version. Hier könnt ihr ihn sehen. Und das ist die gleiche Version als Mock. Den habe ich schon sehr, sehr lange in der Sammlung. Der Blister ist zwar ein bisschen vergilbt, aber der Zustand ist echt schön. Schaut euch dieses fette Monster-Case an für den. Ja, der Hulkster-Hack, so wurde die Action von ihm genannt. Auch dieses ikonische Bild, was wir kennen, das gab es damals als Poster, als Sticker und so weiter. Ja, Hulk Hogan für mich eine, ja, wenn nicht die prägendste Figur, neben einem anderen Wrestler noch, das zeige ich euch gleich. Hier haben wir auch nochmal das Action mit, das konnte man hier sogar abtrennen. Hier die Figuren, die damals zu The Rave erschienen sind. Ja, hier haben wir den nächsten, auch wieder Hulk Hogan, Gorilla Press Hogan müsste das sein. Allerdings Golpe Certedo, das hier ist, ich glaube, eine italienische oder eine spanische Karte. Haut es mal in die Kommis, wenn ihr es wisst. Auch hier ikonisch, wie er sein T-Shirt immer zerreißt, eins seiner Markenzeichen. Hier haben wir nochmal das Actionbild. Deswegen habe ich auch verschiedene Hulk Hogan Versionen in meiner Sammlung, weil Hulk Hogan für mich, wenn nicht die prägendste Figur im Wrestling war. Und ich habe letztens auf Instagram was gesehen, dass Hulk Hogan hat gesagt, dass er einen unfassbaren Einfluss hatte auf das Wrestling, dass das Wrestling, ja gut, ohne ihn ja nicht so geworden wäre, sondern Erfolg hätte. Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen eingenommen. Da gab es ja noch andere, die ihren Teil auch noch beigetragen haben. Aber auf jeden Fall war Hulkamania ultra erfolgreich damals. Ja, und hier haben wir den Hulkstar in der Maske. Und ja, diese tolle Maske habe ich vom Sebastian Steindorf. Schöne Grüße. Ist auch ein gewaltiger Hulk Hogan-Fan bekommen. Diese Maske ist von 1991, Freunde. Und die hat noch ihr Original-Gummiband, ja, das ist hier ja, festgezurnt.
und habe ich auch in meiner Sammlung. Das gab es damals vermutlich, denke ich mal, Richtung Halloween wieder bei den Amis, das so war. Und finde ich, sieht auch absolut mega geil aus, auch vor allem mit seiner typischen, wie nennt man das? Ja, mit seinem Tuch, was er über dem Kopf hatte, so einfach, einfach Hulkamania. Yeah! Ultimate Warrior, diese unfassbare Power, die der Warrior hatte als Image einfach, der immer absolut elektrisierend, als ob der eine Dynamitstange im Hintern gehabt hätte, zum Ring gerannt ist und sich richtig aufgeladen hat mit Kraft. Wie oft habe ich als Kind oder wir als Kinder das nachgespielt? Das hier ist wieder, ja, ich glaube, wieder eine italienische oder spanische Karte. Und wir drehen den auch nochmal um. Ja, mittlerweile schon seit einigen Jahren verstorben, der Ultimate Warrior. Und hier auch wieder dran, wo man die Karte abtrennen könnte. Und das waren die aktuellen Figuren der Wave. Sind auch generell die Mocs, die Hasbro-Mocs sind auch, was die Preisentwicklung angeht, auch in die Höhe geschossen. Vor allem auch hier Hulk Hogan und Ultimate Warrior. Ja, Ultimate Warrior halt, ja, aufgrund dessen, dass er verstorben ist, sind die Preise damals nach oben gegangen. Den habe ich schon einige Jahre in der Sammlung. Ich meine, ich hätte für den, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, 50 oder 60 Euro bezahlt. Das war halt zu der Zeit, wo Hasbro Mocs noch relativ günstig waren. Wusstet ihr eigentlich auch, dass es Alf Mocs gab? You gotta love new WWF figures with real wrestling action. Jake the Snake Roberts versus the Million Dollar Man, Ted DiBiase. Yeah. DiBiase lands a Million Dollar Punch. Match Hulk Hogan against the Macho King Randy Savage. Ooh, yeah, my elbow smash will finish Hogan, guaranteed. Hogan slams him again. Match Andre the Giant against the Ultimate Warrior. Andre'll squash the Ultimate Maniac. WWF figures so close to the real thing, it's like being in the ring. Ja, hier haben wir den nächsten Warrior. Auch wieder dieses geile Bild, wie der so da den Gegner anknurrt. Ich finde hier die Farben wunderschön. Die Farben sind jedes Mal anders. Der Warrior hat ja hier so Schlingen um die Arme gehabt. Dadurch konnte man halt seinen Bizeps noch brachialer sehen. Und wie gesagt, die absolute Power. Das hier ist Con El Gulpe, ja. El Guerrero. Ich glaube, das ist auch wie eine spanische oder italienische Karte. Hier sehen wir nochmal auch die Rückseite davon. Warrior, neben Hulk Hogan, eine absolute Ikone und auch meine absoluten Lieblingswrestler. Den haben wir auch noch lose da, Freunde. Nämlich hier. Er hat hier auch seine typische Action. Er kann einen Punch ausführen. Aber wie gesagt, das ist nicht alles. Er kann, wenn man hier den Fuß da oben drückt, dann schlägt die Faust auch. Also richtig geile Action. Natürlich, wie gesagt, in der Artikulation, die Beine waren nicht beweglich. Aber schaut euch den Body an. Und der Warrior hatte ja wirklich so einen massiven Rücken gehabt. Einfach die absolute Power. Ja, für wen wart ihr eher? Hulkamania oder den Ultimate Warrior? Haut's in die Kommis. Ja, wenn ich mich entscheiden könnte oder müsste, ich könnte mich nicht entscheiden. Ich fand einfach, beide waren absolute Power. Zwei absolute Superstars. Das Match Hulk Hogan gegen Warrior unvergesslich, wo beide am Ende dann im Ring sind und sich wie Brüder umarmen. So, ihr Maschinen da draußen. Das war's für die heutige Folge. Die WWF Superstars, die neben den Masters of the Universe Figuren auf mich auch einen prägenden Einfluss hatten. Diese Power vom Warrior und dieses absolut geile Durchdringen vom Hulk Hogan, wenn er sein T-Shirt zerreißt. Das alte Wrestling ist und bleibt einfach das Geilste. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns bei einer der nächsten Folgen wieder. Die Faust.